Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Roger Rattins, der Ratings-Roger, einen fiesen Trick benutzt hat, um Shusys Unterschrift auf den Vertrag zu bekommen. Stimmt's, Athena? This is what Ratings-Roger's doing, I just know it. How dare he? You gotta hand it to him. Sie sagt es. You gotta hand it to him, though. It couldn't have been easy fooling Shusy. That girl's no slouch. Yeah. But I bet we can use this clipboard as evidence if we ever take this to trial. Genau, das Clipboard kriegen wir jetzt auch. The clipboard used by Shusy to sign her contract. It was also instrumental in the ratings Roger's dishonest dealings. Genau, darauf hat Shusy eben den Vertrag unterschrieben. Der ratings Roger hat da eben seinen fiesen Trick benutzt, um Shusys Unterschrift auf beiden Seiten von dem Vertrag zu bekommen. Obwohl sie ja nur die eine Seite gelesen hat. Ja. Okay. Das war sogar vielleicht auch schon alles hier. Ja, ich glaube schon. Wir wollten uns ja auch noch den Bereich unter der Stage angucken, wo, da haben wir beim letzten Mal nämlich auch gelernt, dass Shusy da diese, jetzt kann ich sogar wieder danach fragen, aber ist mir jetzt egal. Das lasse ich mal. Dass Shusy da diese beiden Hebebühnen verschoben hat, weil Bonnie ja einen Fehler gemacht hat. Und das hat sie ja niemand anderem erzählt, Shusy, das wissen nur wir. Und da wollen wir uns auch mal kurz umgucken und schauen, was da so los ist. So, es passiert was. Das ist immer gut. Nicht immer. Aber wir haben zumindest Fortschritt. Let's see. We should be able to get to the understage passage from backstage. Hopefully Bonnie unlocked the door for us like she said she would. Genau, Bonnie hat uns ja gesagt, dass sie für uns die Tür aufmacht. Oder halt aufschließt, damit wir dann unter die Stage kommen können. Back to the backstage. Das habe ich ja schon mal vor zwei Parts oder sowas, glaube ich, probiert, da hinzukommen, aber da war es immer noch verschlossen. Jetzt dürfte es dann hoffentlich auf sein. The door's unlocked. Ja, sehr gut. Thank you, Bonnie. Well, Athena, here we go. Okay. Ein neuer Ort. Mit vielen neuen Hinweisen. Okay, das sind schon beide. Und beide sind in der oberen Position gerade. Beides sind nach oben gehoben, die Plattformen. Okay. Und dann noch anderes. Ja, dieses Schwert da, das könnte sogar vielleicht das Gummischwert sein. Das Unechte. Sieht zwar nicht nach Gummi aus, aber wir gucken mal. It sure is dark and dusty down here. The Abyss. The magical underworld. And look, there's a denizen of the Abyss now. A fearsome beast with long sharp fangs, ready to prey on unsuspecting souls. Huh? What are you... Oh, you mean that tiny little rat over there? No, I mean that fearsome beast over there. I take it you don't like rodents. Okay. Kann ich mit dir irgendwas anderes noch bereden? Nein, das lasse ich mal. Ist ja immer dasselbe eigentlich. Wir sollten uns hier umgucken. Das weiß ich auch so. Und ich will mich hier umgucken und schauen, was hier alles ist, weil das sehr interessant ist. Da ist ein X auf dem Boden. Da steht was an der Wand. I'm gonna... Ja, schauen wir uns gleich an. Ich weiß nicht sicher, was da steht. I'm gonna, glaube ich, am Anfang. Aber erstmal... machen wir erstmal das hier. Ja, kann ich mir die Ratte angucken? Nee, ich glaube nicht. Erstmal das hier. Look at all these props. Hey, there's something in this hat. What off? Cards? A juice box and some snacks. Looks like somebody planned to have a little treat in the middle of the show. Ist auch nicht schlecht als Magier. Einfach da ein paar Süßigkeiten verstecken im Hut und die dann schnell fressen während der Show. This sword is the exact same design as the murder weapon. Wait, what's this? Hiya! What are you doing? That hurts! I think I'm bleeding out! Oh, stop being such a drama queen, it's only rubber! Okay, ja, das ist das Fake-Schwert, was Shusy eigentlich hätte benutzen sollen. Ha? Huh? Hey, you're right. So this must be the sword Shusy used during the trick, genau. After the incident, someone must have switched this rubber sword with the real one on stage. And maybe that's when they brought the rubber sword here. Okay, das kriegen wir ja auch. Ja, ja. Sword Stand, den Schwertständer, contains the rubber sword Shusy says she swapped in for the trick. Genau, und da ist eben das Gummischwert auch drin. Genau, und das war ja so, wir glauben zumindest und hoffen aktuell, dass Shusy tatsächlich das Gummischwert benutzt hat, als sie das reingesteckt hat. Und es war halt nur so, dass dann im Nachhinein der wahre Mörder die beiden ausgetauscht hat, sodass das Gummischwert jetzt hier unten ist und das echte Schwert halt oben, sodass jeder dachte, dass Shusy einen Fehler gemacht hätte und sie das echte benutzt hätte. Aber in Wahrheit hat sie schon dran gedacht, die zu switchen. Nur wurde es halt im Nachhinein wieder geswitcht vom wahren Mörder. Und deswegen ist halt das Gummischwert hier unten und das wahre oben. Ja. So. Ja, dann mal machen wir Nummer 1 zuerst. Das X finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, warum da ein X ist. Aber X, rote X sind immer auffällig. It's a stage lift for getting up to the stage. Shusy moved this one here.
I guess it used to be where that yellow tape is. How in the world did she manage to move this huge thing? It couldn't have been easy for her. She's pretty petite. But I bet it'd be easy for you. Just what are you implying? That's it, Chump. You're looking up microaggressions later. Okay, stand wahrscheinlich normalerweise hier, die 1, aber das hat ja Juicy dann verschieben müssen. So, und die 2? It's a stage lift for getting up to the stage. It looks like this crank lowers the platform. But Juicy said it's impossible for one person to do it alone. That sounds like a challenge. Now I wanna try it. It's probably just broken. Or you could just take people at their word. If I'm reading this room right, this must be the stage lift Juicy moved during the show. Achso, nee, okay, den zweiten. Ja, stimmt doch, den zweiten hat sie ja verschoben. Warum ist dann eigentlich das. Warum ist dann da noch gelbes Tape vor der 1? Aber ja, stimmt, die 2 ist ja von unserer Sicht jetzt gerade links, also von der. Vom Publikum aus, wenn die auf die Bühne gucken, ist die 2 auf der rechten Seite. Und Mr. Hoot war ja auf der rechten Seite, fälschlicherweise. Und deswegen hat sie das ja verschieben müssen, damit sie dann hochkommen kann. Ja, okay. Aber genau, vor der 1 ist ja auch nochmal so gelbes Tape, rechts unten am Boden. Ja, vielleicht steht da die 1 halt normalerweise oder so. Keine Ahnung. Originally, it was there where stage lift number 1 is now. Boah, wir haben aber echt schon. Wir haben schon die dritte Seite einfach. Das ist ziemlich krass. Stage lift number 2. The stage lift Juicy had to move out of the way during the show since it was already all the way up. Genau. Das ist, der, oder die Hebebühne, die Juicy aus dem Weg räumen musste, weil die schon. In der oberen Position waren. Das ist unmöglich für eine einzelne Person, das hat Athena auch gerade versucht, unmöglich für eine einzelne Person, die nach unten wieder zu bringen. Da braucht man anscheinend, weil das so schwer ist, mindestens 2 Leute. Deswegen muss sie den verschieben und dann halt die 1 da hinbringen, wo die 2 jetzt gerade eigentlich ist. Weil die 1 war ja unten und dann hat sie mit der nach oben kommen können. Ja. Okay. So, jetzt mache ich erstmal Text oder X. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr. Doch, da oben noch. Ja, aber ich will das X, ich will wissen, was da ist. Warum ist da nix? What's this glowy stuff? Oh, it's glow in the dark tape. Okay, das leuchtet wieder im Dunkeln. Hey, this must be what I saw through that secret drawer in the bottom of the coffin. But who put it here and why? Achso, okay. It's probably a marker of some sort since it's so dark down here. Sounds about right. Maybe it's meant to mark which ladder to climb. Ja, stimmt, mir sind die Leitern gar nicht aufgefallen, ich Vollidiot. Das ist vor der Leiter hier. Ja, das könnte sein, dass über diese Leiter hier Juicy nach unten gegangen ist. Weil es gibt ja, wenn ich das richtig verstehe, 3 Falltüren hier bei der Stage, oder? Halt einmal mit dem hier und einmal hier unten. Oder nee, es sind sogar 4 wegen den. Nee, es macht auch. Nee, es sind, glaube ich, schon nur 2. Oder? Ich weiß nicht hier. Keine Ahnung, wir schauen uns mal kurz dann die Leitern an. This ladder goes up to the ceiling. So I guess it leads to one of the trapdoors on stage. Juicy must have used this ladder when she escaped from the coffin. Ja genau, diese Leiter hat sie benutzt, wo sie unter die Stage dann gegangen ist. Aus der Box heraus. Und das X soll halt nur ihr markieren, wo sie hin muss, damit sie das sehen kann im Dunkeln. Aber ja, das habe ich aber noch nicht. Ich meine, diese Falltüren, ich weiß nicht genau, wie die dann funktionieren. Die müssen ja auch sehr groß sein, oder? Weil es gibt ja anscheinend nur 2 Falltüren. Es gibt nicht 3. Oder? Aber trotzdem ist es so, dass es. Eigentlich müsste es 3 geben. Einmal unter der Box und links und rechts von der Box. Jeweils. Aber die sind vielleicht so groß, die Falltüren, dass eine von denen quasi sowohl die Box selber als auch daneben noch was abdeckt oder so. Das bin ich mir jetzt aber unsicher. Why don't you climb up there and see if I'm correct? It's not so high. You'll be fine, right? Huh? Why me? You'd make a young lady wearing a skirt climb a ladder. Fine. I'm going. So schön die Zwischensequenz gespart. Ah, the lights, it burns! Cooler Effekt. Ow. Are you alright? I can now confirm that the ladder does indeed lead up to the stage. Well, that tasty bit of info was definitely worth risking life and limb for. Well done! Hold on, Apollo. Sorry. Hold on, Apollo. I hear voices. Quick, hide!
Huh? Ow, quit shoving. Hurry up and get down there. Yeah, my arm doesn't bend that way. Ich will mir aber noch den Text anschauen, ne? Nur so. What the heck, Athena? Shh, look. It's so much work pretending to be cute and sweet. Okay, isn't that Bonnie? Ach, arbeiten die sogar zusammen? Ja, es ist sogar vielleicht tatsächlich so, dass einfach beide, weil die sind beide so ultra verdächtig, dass die wirklich zusammengearbeitet haben. Das kann sogar echt sein. Hey Bunny, wait for me. And your ratings, Roger? What did we have to hide for, Athena? Because I heard something funny. There was something off in their voices. Oh, right. Athena's super sensitive hearing. Stimmt, ja. Those lawyers are poking around, trying to stir up trouble. Should I be worried? Relax, I didn't say anything to the police, and won't say anything to them either. You better not, or you're gonna get it. Pow, right in the kisser! Der Blick. What the? Is it just me, or does Bonnie seem kinda different from before? Apollo, shh! I'm sick and tired of this whole investigation. All I want is Trucy's head on a platter. Leave everything to me, babe. Don't forget the power of mass media. TV can TV can accomplish anything. I'll make sure Trucy gets much worse than a guilty verdict. I can't wait to see that girl crying and begging for mercy. You really hate Trucy, don't you, Bunny? I hate her. I loathe her. I can't stand that Trucy writes. Just because she's a little good at magic, she thinks she's all dead. Sorry. So this is exactly what that sniveling brat deserves. Hey, what the heck? If you mess this up, you're gonna really be sorry. You hear me? I'll crush you flat. Like a cockroach under my foot. Oh, you cute vile thing! You're so adorable when you're throwing a fit! Ow, ow, my foot! Can't you take a joke? Come on, grab my things, we're leaving. Leave the hippity hoppity way, my little bun bun! What? Ja, ich bin auch ein bisschen sprachlos. What was that absolutely revolting scene all about? I guess the entertainment industry attracts all kind of eccentrics. But that conversation, it set off every red flag in the book. You said it. I smell plot with a capital P-U. Redson claims he was at the TV station at the time of the incident. Ich kann nicht lesen in dem Part, sorry. And we saw Bonnie on stage ourselves. Hey Apollo, I have an idea. Why don't we pay Take-Two TV a visit? We can check up on the ratings Roger's alibi while we're there. Sounds like a plan. Okay. Ja, das ist natürlich äußerst ominös. Ja, ich will mir noch den Text angucken. Apollo, du Arsch! Ah, nee, okay, es geht. Ich dachte schon. Und die andere Leiter fehlt ja auch noch. Mach mal erstmal die andere Leiter noch schnell. Ich will mir noch alles angucken hier. Ist zwar nichts Wichtiges mehr anscheinend, aber trotzdem. This ladder goes up to the ceiling. I wonder what's just above. Apollo? Alright, fine. I climbed the ladder. Why does it always have to be ladders? Ist er wieder blind? Huh? Where am I? It's pitch black. And cramped too. You know what I think? I think you're in that coffin we saw backstage. So that's where this ladder leads. Okay, das... Okay, nee, dann... Es gibt vier verschiedene Falltüren bei der Stage. Ich sehe das schon richtig. Die, wo Apollo jetzt gerade hochklettert, führt Backstage zu der Box, die wir gesehen haben. Ja. Und die Leiter mit dem X darunter ist die, die Juicy benutzt hat. Und dann gibt es nochmal die beiden Falltüren, die... Ja, das macht aber eigentlich von den Positionen her irgendwie keinen Sinn. Aber egal. Dann gibt es nochmal zwei weitere, die links und rechts von der Mitte der Stage sind. Also es gibt vier verschiedene. Ich sehe das schon richtig, oder? Glaube ich. But I still don't get what the coffin was for. Okay, das war schon halbwegs wichtig, würde ich sagen. Dann noch der Text, was steht da genau?
I'm gonna make it big someday too. Just you wait and see. What's that all about? Das war Bonnie vielleicht. My guess is... It's a soulful cry of some poor assistant made to toil here in the darkness. And who would know about the soulful cry of a bitter assistant better than you, right? You really understand the writer's feelings of despair and frustration. Sadly, yes. Yes, I do. You really shouldn't scribble on the voice, you know, Apollo. It wasn't me. Ja, vielleicht war es doch nicht unbedingt Bonnie. Bonnie hat ja auch selber, ist ja auch selber ein großer Teil in der Magie-Show und so. Aber sie ist schon sehr neidisch auf Trucy. Das ist klar. Und sie hasst ja Trucy absolut. Also, die haben zusammengearbeitet auf jeden Fall. Oder? Schätze ich mal. Aber okay. Genau, jetzt hat Athena vorgeschlagen, dass wir woanders hingehen, nämlich zu Take-Two TV, genau. Da, wo Roger Rattins arbeitet. Und dass wir uns da mal ein bisschen umgucken. Er hat ja auch behauptet, dass er ein Alibi hat zur Tatzeit, dass er dort war. Und das überprüfen wir jetzt mal kurz. Warum sieht es hier aus wie in einem Casino? Gamble, Gambit. Okay. Roulette einfach in der Mitte. Großer Automat links. Wunderschön. Yikes, look at this place. There's so much going on at once, it's making my head spin. Take a look at that screen and listen to those hosts. Magical murder, live audience witnesses shocking skirring. 70-year-old magician Trucy Wright. See exclusive unedited footage of the heinous crime, complete and uncut. We can't let them broadcast that. Trucy will get tried in the court of public opinion. Well, I doubt we can stop them from airing it. But we can prove her innocence in a real court of law. No matter what garbage they report on TV, we can set the record straight at the trial. Mhm, so ist es. Aber ich würde dann jetzt erstmal sagen, 7 Checkpoint! Das hier war für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann hier ein bisschen weiter um. Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, ein TV-Studio wie ein Casino aussehen zu lassen. Aber ich meine, die produzieren halt, glaube ich, gerade eine Show. Nämlich Scandal, Gamble, Gambit oder so da hinten. Aber das ist schon eine Nachrichtenshow, oder? Keine Ahnung. Beim nächsten Mal gucken wir uns hier um und mal schauen, was wir dann hier so alles finden können. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.